Willkommen zurück zu SFS Kolonie. Willkommen zu einer weiteren Folge. Heute beginnen wir den Bau unserer Mars-Raumstation. Bisher haben wir noch keine, also brauchen wir eine. Und ich will die wirklich riesig groß machen. Ja, also unsere bisher größte Raumstation soll das werden. Und wir beginnen hier mit der Avalon 2B. 30 Tonnen. Nutzlast bis zum All. Und zwar haben wir hier drin ein paar strukturelle Teile, die den Beginn der Raumstation einläuten sollen. Wir bauen das an die MS-Kolonie dran. Ihr seht diese drei Teile hier unten. Die stecken wir quasi an die alten Module ran und ziehen die meisten davon einfach ab. Ja? Das wäre einfach unnötig zusätzliche leere Masse, die wir zum Mars bringen müssten und wieder zurück. Das lassen wir einfach aus und stattdessen lassen wir die einfach im Orbit bestehen. Ja? Das verbinden wir dann auch hier mit dem kleinen Raumschiff. Das heißt, es wird für eine ganze Weile dort bleiben. Und in der Zwischenzeit bauen wir dann hier eben die ganze Raumstation auf. Es gibt noch weitere Module, die wir heute dorthin bringen werden, aber die schauen wir uns dann danach nochmal an. Und hier haben wir die zweite Rakete, eine Avalon 3B, die 80 Tonnen Variante. Und obendrauf haben wir eine sehr, sehr lange Nutzlastverkleidung. Und darunter haben wir eine ganze Menge Solarzellen. So eine riesen Raumstation braucht natürlich eine ganze Menge Strom. Und der Mars ist weiter weg von der Sonne, das heißt, die Solarzellen sind nicht ganz so effektiv. Wir benötigen einfach sehr viel mehr Solarzellen. Das Ganze machen wir sogar zweimal, ja, einmal links, einmal rechts, einen riesengroßen Arm aus Solarzellen und dann haben wir schon eine ganze Menge Stromversorgung. Also, los geht's! Thank you.
Hier haben wir dann die Module angebaut. Wie ihr sehen könnt, alle Solarzellen sind da. Wir haben oben einen Arm, wir haben unten einen Arm und überall sind natürlich Solarzellen. Und die fahren wir jetzt auch einfach mal alle aus. Das sind natürlich eine ganze Menge, aber bedenkt, das ist eine Mars-Raumstation, die ist bei Mars und da sind Solarzellen nicht ganz so effektiv wie hier auf der Erde und dementsprechend brauchen wir schon mal mehr. Es soll auch eine Riesenraumstation werden, also brauchen wir dafür auch eine ganze Menge Strom. Der Rest der MS-Kolonie ist hier geblieben, ist an sich nicht allzu weit entfernt, da haben wir die Avalon 2b. Und da ist der Rest einfach angedockt. Wenn die Mission fertig ist, bringen wir das wieder zurück und schließen es wieder an. So, hier haben wir eine zweite Stufe. 1,0% Treibstoff übrig. Sammeln wir einfach mal ein. Wir haben hier keine Erfolge bekommen, allerdings eine Menge Missionserfolge von der MS-Kolonie. Ich werde da jetzt nicht durch alle durchgehen. Das lassen wir einfach so, wie es ist. Hier drüben haben wir auch nochmal eine zweite Stufe. 0,9% Treibstoff übrig. Auch mal einsammeln. Wieder keine Erfolge und wieder eine ganze Menge Missionserfolge. Einfach mal einsammeln und schließen. Dann haben wir hier die erste Stufe, so rum. Und da ist leider ein Triebwerk kaputt gegangen. Kann ich leider nicht viel daran ändern. Und da seht ihr auch die erste Stufe am rechten Bildschirmrand. Wunderbar. Sammeln wir das mal ein. Keine Erfolge, praktisch keine Missionserfolge. Dann gehen wir mal hier rüber. Kann ich nicht, wunderbar. Dann machen wir es über die Karte. Wie viel haben wir hier? 1,8%. Wunderbar. Und dann sammeln wir das mal ein. Also, dann wär's das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!